Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles mit dem Brause. Tag. Tachchen, Tachchen. Da vorne durch den Busch gerade gelatscht. Dann haben wir den Captain Karacho. Hi. Moin, moin. Und den Native Bavarian. Moin. Den guten Morgen. Den wir sind jetzt gerade hier wieder Richtung Süden. Und zwar gehen wir den Native abholen. Frage: Sandsturmmaske? Ja. Okay. Ich guck mal, bevor ich nochmal ja sag. Ja. Ich schaue ja beide. So ist es richtig. Das ist sehr vorbildlich, Eisenfaust. So ja, muss der das sein. Eisenfaust schaut auch mit. So muss das sein. Da dürfen sich alle ein Beispiel dran nehmen. Auch wenn der Karacho den Brause nicht mehr so sehr mag wie früher. Jetzt ist er sowieso eifersüchtig, weil ich habe Raft mit dem Native gestern gespielt. Gehst du jetzt durchs Dorf oder wie? Hast du mir mein Native weggenommen. Mein Moment, wir haben aber zusammen Raft gespielt, Cap, ne? Das weißt du schon noch. Die schießen auf dich. Die schießen auf mich. Das ist schön für die. Ich habe pinkes Färbemittel. Jetzt ist wieder alles gut bei mir. Oh, okay. Gehst du jetzt echt durchs Dorf hier oder was? Ja klar, warum nicht? Gut, ich frag ja nur. Dann mach ich mal mit. Ausdauer weg bei mir. Einmal hingelangt, alle weg. So, möchte der Karacho auch höllenpurpurnes Färbemittel haben? Das war doch mal ständig. Ich schaue ja beide, wobei ich auch spielen könnte. Ich habe gestern mal kurz angefangen, den Freestyle-Server das Spiel einzustellen etc. Alter, der hat mir jetzt aber gerade mitgegeben. Das ist blöd. Das ist immer schön, wenn andere sowas dann auch gerne mitzocken und dann immer ein paar Tipps hinzugeben können. Das ist super. Ach du Scheiße! Du kümmerst dich um den Bogenschützen nach rechts? Ja, oder er sich um mich. Okay. So, jetzt ist er weg. So. Das war sogar ein Klasse 3 Bogenschützen, aber hallo, ey. Ja. Ja, die immer so einen römischen Puschel. Jetzt muss ich mal kurz mein Wildfleisch naschen. Das sieht 75, 70 Prozent. Du kannst ja auch das Menschenfleisch mitnehmen, ne, wenn du möchtest. Du bist ja, jetzt wo du sagst, stimmt, da war doch was. Warte mal. Ach ja, siehst du, haben wir auch vergessen. Aber dann hat auch dein Charakter viel zu viel Durst, hast du gesagt. Der hat sogar noch Eisen bei, das nehmen wir doch glatt mit. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ich bin schon wieder von abgekommen. Ich bin jetzt G5. E5, okay. Also bei uns ist zum Beispiel kein PvP eingestellt. Bei uns ist es wirklich kein PvP selber, ne? So. Ja, also wir machen uns noch nicht mal Friendly Schaden. Friendly genau. Fire Schaden Gedöns. Ansonsten wäre Brause oder ich denn definitiv schon mal durch uns gegenseitig gestorben, irgendwie mal beim Kampf oder so. Nur so 30 Dutzend ungefähr mal. Ich glaube, wir würden nichts anderes machen. Wir würden uns jetzt immer noch mit Steinschwertern bekriegen hier. Wo ist denn hier der Ausgang? Da hinten, okay, warte. Ich muss noch ein bisschen naschen. Ja. Nasch mal ein bisschen menschenlecker, Männchenfleisch. Ja, genau. Das Salzige eben habe ich schon vor in weiser Voraussicht vernascht. Jetzt habe ich hier noch schmackhaftes Fleisch. Ja. Das nehme ich jetzt mal zuerst dran. Aber die Richtung stimmt schon mal, weil wir sind auch auf G7. Okay. Native. Aber Native, geh nicht zu weit, weil ich will ja unten zum Spawnpunkt und mir diesen Leuchtschleim-Rezept-Gedöns da holen. Wie weit soll ich gehen? Bleib einfach bei G5, dann finden wir dich gleich ganz leicht, weil wir sind schon bei G7. Ah, jetzt kommt wieder der scheiß Tiger, ne? Nee, hier kommen die, hier nicht. Nicht? Nee, hier kommen noch ein paar, vielleicht noch Hyänen jetzt gleich, aber ist ansonsten... Ist das nicht Savanne? Träger ist voll. Wir müssen uns den anderen Träger nachher auch noch mitnehmen, dann haben wir mehr... Können wir mehr fahren. Aber du kannst nur einen mitnehmen, ne? Du kannst nur einen... Das ist blöd. Vollpreistitel. Es hat noch gefehlt. Vollpreistitel. Ja, Ich habe noch nichts gesagt. Ich habe ein Zeltlager gefunden. Ja, da, wenn da NPCs sind, ist es vielleicht nicht so clever. So. Hui. Wo sind wir denn hier? Ach, da. Hm. Oh. Ich muss mal kurz Trinki-Trinki machen. Madame, was ist das Maximum-Level? Ich glaube 60, war das richtig? 60. Okay, ich muss immer nachfragen, weil ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin da lange raus. Ich habe es mit so einem Release gekauft, die Version, und habe es dann wirklich auch ein paar Stunden gesuchtet. Also ein paar Stunden ist gut, es sind schon ein paar gewesen.
Und dann habe ich irgendwann, weil es einfach zwischenzeitlich mal unspielbar war, aufgegeben. Mal, ich gucke, ich suche hier gerade unseren. Ausdauer wirst du ja ein bisschen haben, Proxy, oder? Ja, geht. Proxy, ich möchte dir nur sagen, der Kollege Schnürschuh von Native, der läuft da jetzt schon, der ist euch schon fast entgegengekommen und ist noch nicht gestorben. Was? Ach so. Da ist er ganz ruhig. Was soll ich denn dazu sagen, ja? Und vor allen Dingen, in der Zeit bin ich nicht mal fertig mit Farmen gewesen und da ist er schon wieder hier. Ich kann gar keine Überraschung für ihn bauen, so schnell wie er ist. So, wir sind bei zwischen ja FG und 6 und 7. Okay, wir müssen nach G. G ist da, die Richtung. Ich habe aber schon ein Steinschwert, ich könnte schon töten. Ja. Ach, da ist er wieder, er muss töten. Nee. So ist es richtig. Hast du ein bisschen Platz im Inventar? Weil bei mir ist es schon leicht. Ja, so, was habe ich noch? 15% habe ich noch. Okay. 25. Oh, ich mal eben die Kohle hier ab. Zack. Wir müssen gucken, dass wir noch ein bisschen Brennmaterial finden. Hat ja mal heimlich was zurückgelegt. Ja, mal gucken, ob das noch da ist. Ja, ein bisschen ist noch da. Wir haben auch ein bisschen getrocknetes Holz, ne, wenn du da jetzt vielleicht. Ja, ich hab mir noch ein bisschen Öl zurückgelegt, ihr habt. Das ist doch denn hier, oder was? Verbockst du gerade ein Reh oder sowas? Mhm. Wir müssen hier unten lang, okay. Proxy. Ah, rechts ist die Hand, okay. Rechts ist die Hand. So, mal kurz wieder langsamer. Dauerjoggen. So. So, da ist er wieder. Kurz mal gegangen. Stahl könnt ihr noch mitbringen. Oder, ach nee, Stahl kann ich denn Stahl eigentlich selber herstellen? Das muss doch auch irgendwie gehen. Stufe 30, ja, musst du Stahlfeuer nehmen und Eisenbarren in der Schmiede schmelzen. Stahlfeuer. Wie war das mit Stahlfeuer? Das muss ich dafür wieder herstellen? Teer aus dem Gerber und Schwefel. Schwefel, genau. Schwefel. Ich erinnere mich wieder schwach dran. Oh, da ist ein Kroko auf mich aufmerksam. Ist nicht schlimm. Kriegen wir gleich. Wie er sich wieder vordringelt. Ja, ich muss leveln. Ist er schon tot. Kommt das nächste Kroko gekrochen. Und das nächste Kroko gekrochen. So, du bist immer noch bei G5, Native? Ja, ich war dicht. Okay, dann müssen wir hier hoch, Proxy. Hier steht doch eine Bude. Da war ich. Na, meinst du, das ist mein Zwischenlager. Okay. Ja, ich hatte ja so einen leichten Stalker, so in Form von Krokodil, ne? Da musste ich ja irgendwas gegen machen. Haben wir hier dann noch drin, Felle und ein paar. Na gut. So, dann können wir weiterfahren. Erst müssen wir aber. Oh, was denn das? Alter. Stahlgewitter! Stahlgewitter, ja. Glaube ich auch. So, wir sind jetzt. Also halb rechts nach vorne, ja? Das ist ja die Mitte von dem. Wir sind jetzt bei G5. Jetzt müssten wir noch eine genauere Beschreibung bekommen, irgendwie. Also, wir sehen zwei Hyänen, die an einem. Ach nee, das ist eine Babyhyäne. Der spielt Kann man die auch dressieren? Ich hab doch hier Profis alle am Werk. Also, rechts von mir sind so abgebrochene Türme oder. Ja. Moment. Moment mal, seit wann laufen hier Babys rum? Ja, das ist ja die. Hyänenbabys gibt's schon länger. Nee, ja. Hier an der Stelle. Das habe ich noch nie gesehen. Jo. Da wann haben die denn das Angebot? So. Mysteriös. Wir sind jetzt so fast mittig von dem Feld bei G5. Seht ihr oben auf dem Hügel das Lager? Ich habe da auf so einer Klippe, sag ich mal, oberhalb gesehen, ja.
Genau, und da oberhalb bin okay, ich. Das okay, müsste ich mir mal mit Brause dann nochmal in Ruhe angucken und dann nochmal nebenbei machen. Okay. Was denn? Der Eisenforst sagt, bei dir im Stream sieht es so farbschlapp aus gegenüber meinen. Wenn er beides offen hat, sind bei dir irgendwie weniger Farben. Ich hätte das nicht verstanden. Aha. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, das kann ich jetzt gar nicht. War doch richtig. In der Werkstatt, also hier rein. So. Oh! Hast du genau, wo bist denn du jetzt? Wo bist denn du jetzt? Wir haben so ein Steinnasenvieh getötet, ja. Ja, ich habe euch gesehen. Ich gucke nur gerade in den Multis. Ja, ich sehe gerade nicht viel, wo das denn soll jetzt. Aber es wird ja wieder hell gleich. Nur irgendwie ist das mit Twitch halt neuesten voll bescheuert. Ja, ich sehe es gerade so ein bisschen, aber es geht. Es geht. Das ist okay. Es geht, also. Hallo, mein Kanal. Geht auch Kontrast, okay. Ja, okay. Hallo, mein Kanal zeichnet sich durch diese exorbitant gute Stimme aus. Was? Jetzt bin ich fast an meinen Faxe erstickt hier. Ich kletter hier gerade hoch, Proxy. Okay, aber ich komm da mal hinterher. Ich weiß nicht, ich sehe gerade, weil ich habe ja auch den Stream offen, ich sehe gerade nebenbei, mir wird gerade wieder der Kanal oben, empfohlen. Da oben sehe ich dich, jo. Mir wird wieder der Kanal empfohlen von Amurant. Oh, der ASMR-Kanal. Ja. ASMR. Genau. Das will Brause unbedingt noch mit uns machen, hat er gesagt. Nein, du hast das unbedingt mit uns machen wollen. Du, Cap. Du. Wie man runterrutscht, weißt du, Native? Ja. Nee, aber wie man rüberrutscht. So, Native. Native ist auch eine Frau, übrigens. Oh, willkommen im Club. Hallöchen. Jetzt haben wir endlich mal eine Frauenquote hier. 50-50. Ja. Ich schmeiß dir mal so ein paar Sachen hin, die du. Ach nein, das soll er dann rausnehmen. So. Er hat ein größeres Dekolleté als ich. Hier vorne gesagt, ist noch genau. Das ist alles, was wird. Das ist aber normal, Proxy. Das sind die bayerischen Mädels. Ach so, damit die einen Dürndl besser ausfüllen können. Genau, die müssen das Dürndl ausfüllen. Die müssen ordentlich Zeug für die Hütten haben. Ach so. Ja. Alter, was geht denn hier? Licht? Wieso? Lautstärke. Wo? Oh, mein Schatz. Oh. Oh. Was denn? Das sehe ich aber nicht so hübsch aus, wenn ich die Maske aufhab. Nein, die ist ja eher nützlich als hübsch, ja. Die ist ja nur für den Sandsturm, damit du in den Sandsturm überleben kannst. Habt ihr zufällig noch was zu essen? Ja. Moment. Achso. Ja, wie du willst, wenn du dein Inventar dir machen willst, mache. Nee, gib ihm ruhig, aber gib ihm kein Menschenfleisch. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gemacht, ja. Warte mal. Ich mach mal. So. So, da ist das Beutelchen. Dankeschön. Mensch, was ist denn das hier für eine Lautstärke? Weiß ich nicht, ich hab's glaube ich aber auch mal runtergestellt. Ja, bei mir ist alles ziemlich low. Elisabeth Schickfick. Was für ein Ding? Er heißt Elisabeth Schickfick. Echt jetzt? Wenn du nah rangehst, siehst du den Namen über ihm. Alter, was geht denn mit dir? wenn das YouTube mal nicht zensiert, ey. Keine Ahnung. Ist ein Name, ist ein Eigenname. Ja, aber ganz gut und ganz lustig gewesen. Es war nur irgendwann schweinekalt. Wir haben uns das alles ein kleines bisschen anders vorgestellt und die Jungs haben uns auch mit gar kein Alkohol und auch gar kein Essen versorgt. Ja, da mussten wir dann mal Leute beauftragen, die uns dann mal ein bisschen was zu essen und zu trinken gebracht haben. Kennt ihr nicht den Film Austin Powers 2? Ja. Die hieß doch auch Elizabeth Schickwick. Okay. Dann das habe ich nicht mehr im Kopf. So, Und war wirklich eine Menge los gewesen. Ich glaube, 700, 800 Mann waren da. Ich weiß nicht, wie das Schwert bei so einer zierlichen Dame wie bei dir? Ja. Was heißt hier zierlich? Ich bin voll muskulös durchtrainiert. Hallo? Das ist aber unsere Elite-Waffe. Das Großschwert. Ja. Da kannst du später ordentlich Butter aufs Brot schmieren. Warte mal. Hallo. Jetzt rennt der schon wieder los und will schon wieder töten, ne? Hast du schon mal Steuerung gedrückt? So. Hast du schon mal Alt gedrückt? Ne? So. Weil das sind so diese Quests, rechts oben steht ja bei der Reise. Ja. Und was da immer steht, wenn du das erfüllst, kriegst du einen EP-Boost. Also es gibt wichtig ist auch, sobald du Punkte kriegst, dass du die auch ordentlich verteilst, ne?
Hast du die Punkte verteilt in den Talenten? Und da, ja, ja. Erstmal in Stärke wäre nicht schlecht, damit das ordentlich durchhaut. Genau. Ein schwerer Finisher ist, wenn du, und zwar, du hast mit linker Maustaste, hast du einen leichten Angriff, das ist nämlich, wenn du das komplett durchdrückst, so, und du hast mit rechter Maustaste, hast du einen schweren Angriff. So, und ein schwerer Finisher ist eine Mischung daraus. Aus leichten und schweren Angriffen, natürlich musst du dabei aber auch einen NPC oder einen Viech treffen. So, jawohl, ich bin eine sexy Schlampe. Ja, muss ich piepsen. Piep! Weißt du, das wird das Spiel von Native. Ich hab's irgendwie so. Oh Mann, ich hab meine Bedenken. Ich muss dann in der Nachbearbeitung dauernd was drüber legen. Training für PvP, ja. Ich hab genau, ja schon gedacht, dass er jetzt dahin reist, ne? Aber ich würde jetzt trotzdem nochmal wieder in den Süden gehen. Weil wir sind noch nicht, oder? Komm, dann nehme ich mir jetzt den Typ hier jetzt auch mal noch zur Brust. Was nimmst du denn zur Brust? Achso. Gott, wie sie da hinten schon wieder rumprügeln, ne? Das ist ja die Amazonenabteilung, ne? Gerade sagen, jetzt geht's. Jetzt geht's los. Was haben wir in der Kiste hier Schönes drin? Guck mal. Da hatte ich schon die Knochen rausgenommen. Oh, aber die Feuersteinfalle nehme ich auch mit. So ist das nicht. Ich nehme alles mit. Lass mal Native leveln. Sammler und Jägerin. Der braucht ja Punkte. Ja, das ist richtig, Eisenfaust. Und deswegen wollen wir jetzt auch nicht hier töten, sondern eher diese Quest erfüllen, beziehungsweise mein Ziel ist genau, erstmal... Genau, dann gehen wir zum Schleim. Zeig mir, wo der Schleim ist. Also ich möchte eigentlich nicht, dass Native ohne Ende levelt. Warum nicht? Weil er alles kurz und kleiner hier macht auf dem Server. Na und? Er rennt rum und macht alles kurz und kleiner. Er wird der Erste sein, der Conan durchgespielt hat. Nee. Och, er ist ja mit uns unterwegs, Eisenfaust, deswegen. Erste Mal, dass ein Server abkackt, weil auf einmal gar keine Tiere da sind und der Reasoner nicht da ist. Keine Gegner mehr, weil Native alles kaputt gemacht hat. Wie? Was hast du für eine Einstellung von mir? Moment, Eisenfaust, was meinst du damit? Denk dran, die NPCs wachsen nicht nach. Natürlich spawnen die neu. Die spawnen neu. Aber sowas von. Spawnen neu. Sowas von. Also da kannst du den Proxy und den Cap fragen, die sind immer wieder da gewesen. Nicht würde es schwierig mit dem Leveln teilweise, dann müsste man ziemlich weit laufen. Nicht alle, ja, definier mir mal nicht alle. Also das wäre jetzt neu für mich, dass das nicht so ist. Also selbst die Named-Sklaven sind schon öfters mir vor ins Schwert gelaufen. Ja, so ungefähr alle halbe Stunde. Ja. Dann wäre das neu, weil vorher... Denn Toto ist tot. Ja, nee, inzwischen ist das so, also diesen, das ist auch ein bisschen random. Du musst dir das so vorstellen, an einer Stelle, wenn da jetzt zum Beispiel ein Koch 2 kommt, das ist bei uns im Nordheimer Gebiet, zum Beispiel, da kommt öfters ein Koch 1, 2, 3. Und ab und zu kommt da aber auch keine Ahnung, wie der jetzt hieß, das Reinhard der Bäcker oder so heißt der, keine Ahnung. Jetzt keine Kommentare. Er hat aber gesagt, sofort gewusst, dass ich was sagen will. Ja. Alter, Native, der killt ja auch die Bambis, ey. Was? Ja, der geht ja voll ab, ja. Wie Schmitzkatz. Der sagt also sich, das sind alles Zombies. So, hier müssen wir lang. Da hinten ist aber einer mit Geweih, also mit gebogenen Hörnchen, da würde ich ein bisschen langsam machen. Warum? Nee, du nicht, ihr Native. Ist schon weg. Was brauchen wir eigentlich alles, um die höchste Stufe der Steingeschichte machen zu können? Was war das jetzt aus dem Hut nochmal? Verstärkte Ziegel, Stahlverstärkung und geformtes Holz. Je nachdem, wenn du nachher noch mit schwarzem Eis bauen willst, dann brauchst du schwarzes Eis und isoliertes Holz. Gut. Dann geht es erstmal darum, dass ich erstmal wenigstens ein bisschen was vorbereite, damit ihr nachher bloß noch umwandeln müsst. Siehst du, apropos Proxy, um nochmal vorhin auf das Thema zurückzukommen, wenn du dein Inventar öffnest, steht unten Säuberungsanzeige. Ja, ja. Und deinem Charakter, alles klar. Mir war halt nur nicht bewusst, wie hoch die Grenze ist, deshalb. Wo seid ihr jetzt hin? Ich bin hier an der Kante, ich weiß nicht, wo ihr seid, ich sehe euch nicht. Da hinten seid ihr beide. Stompower! So, hier müsst ihr wieder ein bisschen Kletter-Action haben. Und im richtigen Moment festhalten natürlich. Einer ist unten, der zweite kommt.
Sofort auf die Schildkröte, ne? Da wäre jetzt Ausweichen sinnvoll gewesen, Native, wenn er sich so aufbäumt. Oder treten zwischendurch. Zum Abwehren. Aber ich bin eine Frau. Ja und? Das geht auch mit Treten. Immer schön in die Eier. Ja, die haben schon ordentlich was gebracht, aber wie gesagt, das Spiel ist nach wie vor. Also ich bin ja der. Native, falls du noch Hunger hast, du kannst die Insekten da vom Sammeln und die Eier von denen hier auch essen. Ich schließe mich da der Meinung vom Karacho an. Für 40 Euro würde ich es nicht holen, für 20 Euro würde ich es holen. Weil es kostet ja inzwischen als Vollpreistitel 40 Euro. Wieso sind wir jetzt wieder bei G4? Weil ich ja nach Südwesten will. Native, falls du Hunger hast, hier sind noch drei Eier. Nee, ich habe noch so Hummer und so Gedöns. Wo bist du denn, Brause? Am Fluss hier unten. Ach, da, jetzt, ach da, okay. Erstmal. Einer fehlt noch. Ach so, Ich habe nur ein Bett gelegt. Okay. Sag mal, haben die da wieder die Hitpoints irgendwie geändert? Warum das? Ich dachte, das wären drei Hit-Wonder gewesen, aber irgendwie... Schauen wir mal an, wieder für die Sklaven noch ein paar Hütchen zu bauen. Da vorne kommen jetzt, wenn wir mal links rüber gehen, kommen Krokodile wieder. Mitarbeiter. Dann soll das Krokodil doch ruhig kommen. Mir doch wurscht. Ah, rechts. Ach, ist komm. Auch noch eines. Ja, dann kommt es halt. Ich wollte sagen, die NPCs prügeln sich mit dem Krokodil und da hinten kommt auch eins. Ach, ich stelle mich mal hier zwischen uns. Ein paar Pünktchen. Guten Morgen! Silly Billy, herzlich willkommen. Silly Philly. Ah, guten Morgen. Oh, oh. Sind ein paar, ne? Sind ein paar. Brause, Proximus, Prime und Native. Severian ist am Start. Hallo. Hoppala. Und der Native lässt hier gleich richtig den Barbaren schon raushängen. Ja, da ist noch einer. Wo ist ein Native? Ist hier keine Ahnung, hat sich versteckt. Oder ist schon weitergelaufen. Ah, ja, da hinten ist er. Hier hat er wieder geplündert. Der geht schon richtig ab wie die Rakete, ey. Ich mache euer Silly. Ich schick euch doch mal den Multilink nochmal rein. Dann könnt ihr hier immer auch nochmal den Brause mit beobachten. Ich muss mal kurz was trinken. Ja. Und der erklärt auch noch sehr vieles. Nebenbei noch könnte mit. Ich aber auch noch gleich jetzt Wasser füllen. Die hat nämlich nur noch 6 von 10. Ich mach mal gerade hier einen Trinkschlauch voll. Mit aufmachen. Ja. Plündern am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Genau. Trinken ist nicht schlecht. Wo ist denn das Schleimdings da, Bumster? Das ist südwestlich, nochmal. Südwestlich müssen wir unten in die Ecke hin. Ah, da wo das Indianerlager ist, da kurz mal. Ja, okay. Und ihr müsst bitte einen NPC leben lassen, sonst kommen wir da nicht rein. Okay. Ja, von mir aus. Solange die mich nicht angreifen, ist das, ja. Natürlich greifen nicht die NPCs an, was glaubst du denn? Aber das ist, wie gesagt, kriegen wir hin, wird alles kein Problem sein. La. Oh, wir haben schon wieder Folgenende, sehe ich gerade, beziehungsweise wir sind schon drüber. Okay. War spannend. Gut, dann bis zum nächsten Mal und tschüssi. Ciao, ciao. Tschüssi.